Schön sind Sie da. Ich habe gerade noch ein technisches Problem mit meinem Monitor, aber das ist halt bei so einer Live-Sendung. Das hat einen Wackelkontakt. Bei uns ist es natürlich ganz auch tief runter, kann man tief runterfallen. Aber wir haben ja Sie noch daheim. Wir brauchen keinen Schraubenzieher. Ist dank, ist nett. Normalerweise schalten Sie sich später ein. Jetzt ist es das mal früher, vielleicht ist es das letzte Mal. Ja, am Telefon ist der Herr Widmer. Herr Widmer. Hallo? Herr Widmer? Hallo, Abi. So, adieu, Herr Widmer. Leider nicht so schaurig originell gewesen, Herr Widmer. Hätte Sie gerne noch ein länger drauf gelassen. Ich darf Ihnen sagen, wir haben heute Abend ein Spitzenprogramm. Wir haben einen einarmigen Schlagzeuger, eine Weltpremiere eigentlich. Für den Schweizer Fernsehen eine absolute Sensation, ein einarmiger Schlagzeuger. Wir haben das Double von Marco Castellaneta. Sie mögen sich vielleicht an den jungen Mann erinnern. Man sieht ihn jetzt einen anzeigen, wo der untere ist es, der untere. Der, wo in der Unterhose Tram fährt. Das ist also der. Dann haben wir ganz einen interessanten Mann, der kann nur mit der Nase herausfinden, aus welchem Altersheim Rentner kommen. Und wir haben noch eine ganz spezielle Nummer mit unseren Cheerleaders. Yeah! So, haben wir gerade noch jemanden am Telefon? Könnte man den vielleicht auch reinnehmen? Sonst müssen wir das nicht unbedingt machen. Wir können es auch die Sendung auch ohne Telefon gestalten. Schauen Sie mal bitte, was wir da gefunden haben. Beim Grand Prix der Volksmusik hat es ganz eine tolle Passage. Da können wir ein bisschen länger drauf verweilen. Wir haben hier also die Blaskapelle. Vielleicht kann man das dann mit Ton noch anschauen. Die Blaskapelle ist darum sehr interessant, nicht weil sie blast, das machen die, jede Blaskapelle eigentlich, aber die Blaskapelle, die hat einen interessanten Chef. Ich werde Sie bitten, im ersten Teil nur mal den Chef anzuschauen und versuchen herauszufinden, in welchem Rhythmus er sich da bewegt. Er hat ja da den speziellen Tambour-Major-Stecker und er tut jetzt also da den Rhythmus vorgeben für die anderen. Ich habe es interessant gefunden, wie er das macht. Sie werden jetzt wahrscheinlich meinen, er sei aufgezogen, habe hinten einen Schlüssel im Rücken. Das ist nicht so. Er hat da einfach ein Fiebermesser hinten zwischen den Pobacken eingeklemmt. Darum ist er jetzt läuft ein bisschen so verhärtet, vergrämt eigentlich, würde man da sagen. Schauen Sie bitte, wie er völlig neben dem Takt dirigiert. Hören Sie. Also er müsste ja irgendwo auf 1, auf 4, auf 3, auf 2, auf irgendetwas, aber er macht einen selbstständigen kleinen Takt. Jetzt können wir sagen, ja gut, das ist ja noch nicht der Hammer, vielleicht hat es noch mehr. Jawohl, es hat noch mehr. Darf ich Sie auf den jungen Fernsehzuschauer hinweisen, der da im Bild ist? Schauen Sie mal, wie er klatscht. Das ist jetzt wirklich ein echter Blasmusik-Fan. Sehen Sie? Also er gibt ja ein er gibt zuletzt, schauen Sie jetzt mal da bitte. Auf den Mann müssen Sie achten im Kreis. Ich muss den Kreis nachher wegnehmen. Das ist jetzt also die absolute Hysterie, die überkommt bei ihm. Und bei ihm, das ist auch interessant, das ist einer der letzten grossen Winker von unserer Generation. Heute weiss er, der hinterste und letzte Fernsehzuschauer aus dem Schächital, dass man nicht winken tut, wenn man die Kamera auf sich hat. Aber er weiss es noch nicht, er winkt. Wir werden im Verlauf der Sendung noch mehr von diesen interessanten Individuen kennenlernen. Randgruppen sind das eigentlich noch, muss man heute sagen. Wir dürfen nicht so laut über die reden, aber es ist so. Evelyn Niffeler! Ja, hoi. Hoi. Ich würde einfach gerne sagen, dass wieso, also fragen, wieso ja, das im Schweizer Fernsehen... Das wieso oder fragen wieso? Ja, nein, fragen wieso... Ja oder nein? Ganze ja. Sätze, ja. Ganz langsam. Nein, dass im Schweizer Fernsehen keine erotischen Filme gezeigt werden. Das ist meine Frage, wieso. Also bitte, schau mich an. Schau mal Frau Weber im Hintergrund. Ja, das werde ich noch. Schau mal unsere Kollegen hier auf dem Bänkli. Wenn denn das nicht alles ist, hä? Ja. Das ist sogar Hardcore. Das ist das, was die anderen Balken drüber machen. Aber hey, du, ich habe eine Frage. Das gibt es nicht einmal in Videothek unter dem Tisch durch. Das gibt es nie. Nein, ich habe eine Frage. Gibt es eigentlich Preis noch zum Gewinnen? Preis? Ja. Nein. Bitte. Ja, vielleicht gibt es ein anderes Mal. Bitte. Aber ich glaube, du, mit deiner erotischen Stimme hast es gar nicht nötig, einen Reis zu gewinnen. Nein, die lassen sich schenken, bitte. Madame. Die lassen dir von einem von deinen Latin Lovers schenken. So, darf ich Ihnen den Don Raffi Woll vorstellen? Der Don Raffi Woll ist sehr ein interessanter junger Mann. Er hat eine Karriere als Schlagzeuger einschlagen. Bei der Herr Woll, Sie können da über den gehen.
Das wird schwierig. Er hat sein Schicksal in die eigene Hand genommen. Jetzt wird es ganz spannend, wie er da über den Überhang runterkommt. Sie werden jetzt das sehen aus der Helmkamerasicht. Jawohl. Herr Woll. Er klappt so weit. Herr Woll. Darf ich Sie bitten, als Schlagzeug gehen? Wir könnten vielleicht miteinander darüber reden. Sie sind also einer von den letzten oder von den ersten auch einarmigen Schlagzeuger, die es gibt. Nehmen Sie bitte Platz. Können Sie das ohne Hilfe? Das denke ich, sollte gehen, ja. Wie sind Sie zum Schlagzeuger gekommen? Das ist eine lange Geschichte. Gut, dann nach einer anderen Geschichte. Wie fühlen Sie sich jetzt so? Das Defizit, das Sie haben? Ja, ich hoffe natürlich, dass jetzt durch den Auftritt hier heute oben, dass mir das die Gelegenheit gibt, eine neue Karriere zu starten. Mhm. Vielleicht wird das der eine oder der andere sehen und mit mir ein bisschen Mitleid haben. Ja. Also wir haben ja gehört, dass Sie den Arm abgeklemmt haben, da mit dem Hi-Hat. Das ist nicht wahr. Doch, das stimmt. Das ist wahr. Wir haben noch gespottet, weil die Schlagzeuger immer so gestikulieren. Also, können Sie vielleicht mal aufmachen, schnell. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, schauen Sie sich das an. Durch das Gerät. Da ist er, hat er seinen Arm drin gehabt. Ich meine, das ist wie eine Guillotine. Machen Sie es bitte mit dem Arm nicht auch noch. Es ist ein Schicksal, das er nicht mit vielen Leuten teilt. Es ist übrigens die Hand, die er privat häufig braucht. Zum Waschen unter anderem. Die. Und ich werde Ihnen jetzt zeigen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wie dass der Don Raffi Woll, ein grosser Fan übrigens von der Kapelle Street Kids 99, wie der spielt. Ich selber, auch ein begnadeter Schlagzeuger, wird ihm jetzt etwas vormachen und er wird das versuchen anzuspielen. Er hat zuerst etwas machen, nur mit Chinelle, aber dann haben wir gesagt, nein, wir gehen gerade das volle Programm ein. Und wir machen jetzt einen ganz einfachen kleinen Shuffle, eine Art. Heisst der Shuffle? Na, das sehen wir jetzt. Mhm. Würde ich sagen, einen Applaus wert, bitte. Jawohl. Wir machen eine zweite Sache. Ich meine, es ist ein Schweizer Fan, nicht irgendeine Kabaretttruppe. Da eine etwas schwierigere Übung. Mambo Number 5. Geht es mit der einen Hand? Ja, sicher. Ja. Man weiss nämlich nie, wie man sich verhalten soll mit so Leuten. Gewisse Befangenheit. Ja, also kann ich weitermachen? Wir machen mal das da. Es ist fantastisch! Okay, wir gehen noch mehr, wir gehen noch mehr. Wir probieren es mal da. So. Das ist unglaublich. Ich möchte mich bei Ihnen noch nicht bedanken, weil ich finde mein Mikrofon nicht. Und ich brauche es auch nicht, weil Sie haben selber eins, sagt mir gerade die Regie. Vielleicht können wir das wirklich wie bei den Amerikanern machen mit High Five. Okay, können Sie, wenn Sie vielleicht noch am Schluss eine freie Interpretation wagen. Dann Raffi Woll, ja, bitte. Ich überlasse die Kamera. Und liebe Zuschauerinnen, tun Sie das zuheim nicht nachmachen. Es ist, Sie können ruhig sich beraten. Don't try this at home. Don't try this at home, because it's fucking dangerous. Yeah, woo, woo! From you say we are proud of you! We are from you say we are proud of you! We ja, das ist wieder zum Überkochen heute und das gefällt mir immer. Du hättest eine Frage? Jawohl, salut Frank, guten Abend. Du Frank, bevor da der Hayek-Bericht rauskommt, würdest nicht du das Zepter von der Expo 2001 übernehmen? Ich glaube, du bist der Einzige in der ganzen Schweiz, der die Kreativität und den Biss hat, um das überhaupt noch zu retten. Sonst läuft die Schweiz ja in ein peinliches Desaster rein, findest du nicht auch? Ja gut, das mit dem Biss, das wird häufig verwechselt, bei mir ist das mehr Schiss. Oder? Das, was mich verratet, ist ja die nackte Angst und Panik.
Also der wäre ich eigentlich fast, ja, wär eigentlich fast gleich wie die. Ja, warum nicht? Ich würde mich an dieser Stelle in dem Fall bewerben. Mach das. Vielleicht bei dem Herrn Hayek. Was ist das für eine Geschichte, die du da ansprichst? Wie heisst diese Sendung? Was für eine Sendung? Expo 2001. Und kommt die auf welchem Sender? Ja, das nimmt mich eben auch wunder. Es wäre irgendwo vom Mittelland. Ich frage mich eben auch, wo das ist. Mittelland, TV Mittelland. Ja, TV Mittelland. Also ich bewirbe mich gerne. Aber danke vielmals fürs Vertrauen, wie Klarna sagt. Ich werde mit diesen Krawatten, du musst das können. Ja, also ich glaube, es würde gut tun, dann mal ein bisschen Farbe in einer Fernsehsendung haben. Danke vielmals für den... Also nein, das ist doch... Oder? Ich meine, eine Frau Fendt haben wir schon gehabt. Und jetzt wäre ich, glaube ich, schon der richtige Nachfolger. Sandra! Ja, sorry, Frank, das ist Sandra. Ich wollte zuerst mal sagen, aber nicht abhängen. Ich finde, deine Sendung ist heute ganz lässig. Und dann wollte ich noch fragen, ob heute Abend noch vorher auf der eigenen Nordwand steigt. Ich komme gerade von dort. Weil im Schweizer Fernsehen sind ja alle, die irgendwie in diesem Haus arbeiten und einen Ausweis haben, sind auf dieser eigenen Nordwand gewesen, oder? Aber das ist ja... bist du nicht mit der Halbschuhe gegangen? Es war jede Halbschuh dort oben, doch, das kann man so sagen. Praktisch jede Halbschuh. Plus natürlich die vier grossartigen Alpinisten. Das ist schon so. Ja. Du, wieso rauschst du so? Keine Ahnung. Keine Ahnung? Nein, ich weiß nicht. Das langt mir als Antwort natürlich in dem Sinne nicht. Vielleicht müsstest du aus der Dusche rauskommen. Nein. Vielleicht ist es das. Schau mal, was wir hier gefunden haben in dieser tollen Sendung. Wie heisst sie? Sie heisst nicht Marktplatz. Sie heisst. Wie heisst. Die da mit dem da. Das ist der Sohn von Andi Stutz. Sie kennen den vielleicht, der die Krawatte macht. Der Sohn von ihm. Der macht also da die Fernsehsendung mit Medizin. Er gibt sich ja als Mediziner aus. Gesundheitsbrechstunde. Gesundheitsbrechstunde, genau. Und da hat man lange gesucht, ob man einen Moderator findet, der dem Brechreiz gerecht wird. Und man hat ihn gefunden. Und er, jetzt werde ich mal das noch rasch zeigen. Schau mal im Hintergrund. Also wenn einfach das anschaut, das ist der Sepp Drütsch. Schaut ihn nicht anschauen. Nicht wichtig. Alles vergessen da. Aber schaut mal, was die jungen Menschen im Hintergrund machen. Was wir da wieder gefunden haben. Schaut mal die an. Das wäre ein Kind, das ich gerne kennenlernen würde. Schaut mal. Was der jetzt macht, das Kind da. Achtung, aufpassen. Ah, da. Finger ins Maul und Nägel runter, katschen. Was hat das Kind für eine Erziehung? Sehen Sie? Schaut mal, und katschen, 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 katschen. Und die Mutter lacht noch rechts, oder? Die lachen noch, die finden das noch lustig. Ich meine, dass sich dann Herr Drütsch nicht konzentrieren kann, das wundert niemand. Das wundert niemand. Kein Mensch wundert sich darüber. Aber es ist einfach so. Das sind die heutigen Jugendlichen, die also jedes noch so schöne, seriöse Programm zerstören können. So, wenn Sie hier noch mal den teuren Monitor ein bisschen zusammenhacken. Herr Huber ließ sich da mit wackeligem Bild. Ja, Herr Huber? Ja, da ist Huber. Ja. Ich wollte eigentlich etwas dazu sagen. Ich finde es vom Schweizer Fernsehen nicht fair, dass so eine gute Sendung wie im Moorsinne abgesetzt wird und so etwas, was du bringst, immer noch kommt. Ja. Was sagst du dazu? Da bist du der Moor? Nein, nicht ganz. Man hat es ja wegen dem Sprichwort gemacht. Der Moor hat seine Schuldigkeit getan, der Moor kann gehen. Oder man hat das Ganze ja das ist ja eine Therapie, die der Herr Moor gemacht hat. Die hat man nicht länger zahlen. Und wir rechnen damit, dass auch Samuel Stutz nicht mehr lange senden darf, weil auch die Therapie von der Krankenkasse nicht mehr gezahlt wird. Leider. Es ist ja so. Schon die Sprache verschlagen, junge Mann. Ja. Schade. Ein trockenes Lächeln, das ist vielleicht auch ein Fernsehmoderator, das müssen wir beim Fernsehen vorsprechen. Frau Stupan, Jasper Stupan. Nicht Jasper Stupan, nein. Frau Stupan. Guten Abend, Herr Baumann. Frau Stupan, wie geht's? Ich wollte mal ganz einfach nach dem Sinn von Ihrer Sendung fragen. Sie lassen ja die Leute eigentlich nie ausreden. Ja, sie sind eigentlich ziemlich primitiv. Muss ich noch weitermachen? Hat sie nicht einmal die Sprache verschlagen? Nein, ich lasse sie ausreden. Ja. Sie müssen mal lauter sprechen. Das ist eigentlich schon eigentlich das, was Sie sagen wollen. Sind Sie zufrieden mit dem, was Sie gesagt haben? Ja, ich wollte es eigentlich schon lange mal sagen, ja. Wie fühlen Sie sich jetzt? Gut. Ja. Darf ich Ihnen einen schönen Abend wünschen? Gleichfalls. Adieu. Leck mir alles, ist hier doof gewesen, du. Glaubst ja nicht, hey du. Die Stimmung am Kochen. Wir haben hier einen sehr interessanten jungen Mann. Ich habe das in meinem Programm aufgeschrieben. Es ist niemand geringer als der Rolf D.
Demuth! Einen warmen Applaus für den Rolf Demuth. Ich versuche ihn gerade mit der Helmkamera zu fangen. Es ist halt manchmal ein hektisch, das Bild. So. Der könnte es geben. Der Herr Demuth. Der könnte es geben. Kommt oben runter. Sein Übername ist Sakko. Seht ihr warum? Demuth. Guten Abend. Sie haben ganz ein tolles Hobby. Sie sind Imitator, kann man sagen. Jetzt eigentlich auf dem zweiten Bildungsweg geändert wurde, weil man hat entdeckt, dass sie jemandem Frappant gleichen wollen. Das ist der Marco Castellaneta. Castellaneta, dem gleichen sie tatsächlich sehr. Ja, ja, das ist ja ein Mann, der eine Sendung da moderiert im Schweizer Farbfernsehen und jetzt auch in einer Werbung zu sehen ist. Ja, aber der bin ich. Der hier. Ah, das sind Sie? Das, ja, der bin ich. Das bin ich. Sie sind also jetzt da, Sie haben sogar nicht, Sie haben ihn doublet. Mhm, ich mache das immer. Er hat Mühe, Kleider abzuziehen. Oh. Und immer den gehe ich. Also für die Reklame, das ist für irgendeine Versicherung oder etwas? Nein, für Schweizer Fernsehen war es, glaube ich. Ja, irgendetwas öffentlich. Das sind also Sie mit dem, ja, sind mit dem Blüsli. Das sind Ihre Beine. Ich habe das schon mal vielleicht, wenn man hier schaut, von links. Jetzt stehe ich etwa gleich wie im Tram. Können Sie es mal noch von rechts zeigen? Ja, vielleicht so, ja. Hier. Sieht man es. Können Sie vielleicht mal noch oben heben am Griff? Dass wir das Bild gleich haben, fast. Am Griff? Nein, oben am... Warten Sie, wir machen uns supponieren. Das wäre also der Griff. Sehen Sie? Ja, jetzt haben Sie aber das müssen Sie über die Schulter tun. Sehen Sie, also das ist jetzt... Das wäre der Job hier. Ja, das ist der Rolf Demuth, das Double vom Herrn Castellaneta. Jetzt, wie leben Sie eigentlich mit dem auszusehen wie ein anderer? Wie ist das so? Also ich werde ja häufig verwechselt auch. Ja, normal bin ich ein bisschen scheu. Ich arbeite bei der CG Leasing. Ich habe jetzt auch ein bisschen trockenes Maul. Ja. Hier bin ich sehr spannend. Vielleicht können Sie mal Wasser holen, Herr Paul. Ja. Aber das können Sie auch freundlich sagen. Ja. Ist noch nicht so schlimm, ja, beim trockenen Maul. Ja. Ja, es ist, Sie werden erkannt und man spricht Sie an. Mhm. Haben Sie auch schon mal ein Autogramm geben oder so? Ja. Und was schreiben Sie dann? Schreiben Sie dann den Namen vom Herrn? Rolf. Ja, nein. Das ist schön sinnig. Und manchmal sogar der Nachnamen auch noch. Nein. Ja. Und wie reagieren die Leute? Ich meine, die dürfen vielleicht gar nicht lesen, was sie schreiben. Ich weiß nicht. Ich schreibe es ein bisschen wüst, dass es nicht gerade wüsste, dass sie den Hei erst merken. Nein, das ist schön sinnig. Haben Sie auch schon mal eine Sendung wollen moderieren oder dürfen moderieren? Danke vielmals. Ich mache ja noch mehr Nacktaufnahmen. Das ist ganz gut. Oh, ich mache alles. Also, ich finde verschiedene. Können Sie zum Beispiel den Samuel Stutz, können Sie den anmachen? Nein, der hat ja Kleider an. Ja, Kleider an. Ja. Gut, also ich danke Ihnen vielmals, dass Sie gekommen sind. Vielleicht, wenn wir da noch etwas arbeiten, könnten Sie mal unsere Sendung dubeln. Danke. Kann man neben dran stehen, dass man sieht. Adi, Herr Demuth, vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Kann ich hier zurück? Ja, Sie können mit der Frau Weber vielleicht gerade gehen. Und dann müssen Sie auch weg. So! Schön, wie junge Leute mit ihrem Schicksal umgehen, wenn sie so aussehen. Und dann nicht aufgeben, sondern weitermachen. Ja, wir haben hier ein trauriges Kapitel. Ich möchte Ihnen das gerne zeigen. Es ist jetzt ein bisschen ruhiger, die Sendung an dieser Stelle, weil der Herr Trütsch wird hier vom Sohn von Andi Stutz gefragt. Aber hören Sie am besten gerade selber. Gar wieder, ja, auf den 4000. Mit der Liebe machen geht es auch wieder besser, wenn man schlanker wird. Also, der Herr Stutz fragt den Herrn Trütsch, und mit der Liebe machen geht es auch wieder besser. Jetzt ist das natürlich ein bisschen eine heikle Frage, weil es impliziert, dass es mal nicht gut gegangen ist. Finde ich unfair. Ist für einen Journalist nicht ganz fair, nicht ganz sauber, wenn er im Stress ist. Aber der Herr Trütsch fängt sehr interessant ab. Und das ist eigentlich nicht so wichtig, dass man es anschaut. Interessant ist vielleicht mehr das, was da unten steht. Jetzt besteige ich wieder 4000er. Das ist natürlich falsch, weil eigentlich müsste ich da ja stehen. So. Vielleicht müsste ich es so haben. Jetzt besteige ich wieder 4000erin. Aber vielleicht hören Sie gleich noch mal zu, weil Sie glauben es ja vielleicht gar nicht auf den ersten Blick, dass der Herr Stutz das tatsächlich gesagt hat. Für den zweiten Schub möchte ich machen. So. Ich möchte wieder. Und jetzt kommt wieder dann die Frage, die entscheidend. Mit der Liebe machen geht es auch wieder besser, wenn man schlanker wird. Das ist überhaupt nicht. Nein. Es hat einen gewissen Charme. Es hat einen gewissen Charme. Ich finde. Herr Stutz. Machen Sie gut. Aus Ihnen wird noch mal etwas. Vielleicht werden Sie mal Arzt. Oder gehen Sie mal zum Fernsehen. Das Einfühlungsvermögen hätten Sie.
Und lassen Sie sich nicht irritieren, wenn die Leute sagen, sie seien der Letzte. Das sei untragbar. Lassen Sie sich nicht irritieren. Fernsehmacher kann praktisch jeder einen Stutz. Wichtig ist, dass man es gerne macht. Gehen Sie? Excuse me, wer redet Sie jetzt? Es war ein Kollege von mir. Herr Ammann. Ja. Herr Ammann? Hoi Frank. Darf ich dich duzen? Das ist der Markus. Markus, du darfst das. Ich stelle dir zwei. Nein, es gibt ja zwei Stichwörter und du sagst mir, was das für dich heisst. Ja. Das eine ist Cinderella, Barbie. Und das andere ist TV3. Sehr schön, Signet. Sehr schön Sendung. Also wir haben die Haie häufig schon reingeschaut und haben immer die drei Bällchen sehr schön gefunden. Auch unser Hund hat immer Freude daran, wenn er reinschaut. Er findet das schön, das Verspielte. Du findest auch, das ist eigentlich das einzige Schöne an dieser Sendung, oder? Nein. Also gerade jetzt, unser Hund findet natürlich Frau Hund, Zicker auch, sehr schön. Eben, das also, finde ich. Ja, nein, es ist so, mir gefällt das also sehr. Es ist eine etwas ruhigere Sache, oder? Man muss nicht gerade ausrasten von Freude. Und also das Wichtigste, die Leute machen das schaurig gerne. Also ich habe letzte Woche das erste Mal geschaut und habe das zweite Mal geschaut. Und heute Abend hat sie noch die Frechheit gehabt, eine 104-jährige Frau einzuladen in ihre Sendung. Sie hat ihr vielleicht sogar eine Freude gemacht, indem sie sie eingeladen hat. Aber ich weiß nicht, wie kann man nur sich so daneben benehmen in einer Sendung. Also ich meine, die Fernsehwelt ist sonst schon sehr irgendwie beschränkt. Und jetzt kommt man noch mit so Sendungen hinführen. Wo man mit alten Leuten und so... Nein, die alten Leute die sind gut und recht, aber die sollte man nicht vergaukeln am Fernsehen. Ja. Und schon gar nicht mit einer Michelle Hunziker, die irgendwie nicht mal ihren eigenen Namen kann buchstabieren. Ja, das muss sie ja nicht. Sie hat ja einen Spiegel. Ja, gut, weiss, das ist der Eros, der singt für sie. Eros, gib mir den Hirsch. Ja, danke, ciao. Darf ich Ihnen an dieser Stelle den Anton Schaller vorstellen? Einen schallenden Applaus für den Anton Schaller. Schauen Sie mal die Cheerleaders an, wie die den Herr Schaller willkommen heissen. Und jetzt fängt es an zu kribbeln. Jetzt liegt etwas in der Luft, Herr Schaller. Grüezi wohl. Jetzt kommen Sie zu unserer Sendung. Sie kommen mit den Nattel, warten Sie einen Anruf. Ja. Gut. Vielleicht, wir können Sie dann miteinander anschauen, wer anruft. Herr Schaller, Sie sind da, weil Sie über eine ganz außergewöhnliche Fähigkeit verfügen, nämlich über welche? Richtig. Ich finde, durch den Geschmack von den Altersheimen, wo ich tätig war, der Mensch, der hingehört. Also, um es kurz zu machen. Sie können zum Beispiel nicht bei diesen Cheerleadern schmecken und wissen, aus welcher Mannschaft sie kommen. Nein, Sie machen das ausschließlich mit Rentnern. Richtig. Alten Betreuer. Richtig. Coach gewesen, wie man heute Neudeutsch sagt. Und jetzt gehen Sie, also wie muss man sich das konkret vorstellen? Man stellt sich das so vor, die Wäsche wird ja immer wieder gewaschen, oder? Die kommt dreckig oben da. Hat man den Geschmack von den diversen Rentner. Und durch das habe ich mir das angeeignet und konnte dann das herausfinden, welches Kleidungsstück zu welchem Rentner gehört. Sie üben nicht im Migros-Restaurant, sondern Sie haben in den Alterssiedlungen selber richtig geübt. Wo also der spezielle, wie sagen wir, Geruch, das Odor... Richtig, in meine Nase steigt. Durch das tue ich das verarbeiten und kann das nachher dann wiedergeben. Du, der Mensch, den ich dann treffe, ich kann ihn dann zuteilen. Aber das haben Sie während der Arbeitszeit gemacht? So haben Sie Arbeit heimgenommen, in dem Sinn zum Üben? Ich habe teilweise Arbeit mit heimgenommen, teilweise konnte ich sie natürlich auch im Geschäft können machen, oder? Aber man muss sich natürlich intensiv mit dieser Sache befassen. Ja. Sie haben ja gesagt, Sie möchten gerne die gleiche Ausgangslage haben wie bei Wetten, das, wo Sie am 15. Oktober sein werden. Oder am 29. Was habe ich aufgeschrieben für Sie? 27. Oktober, stimmt? 27. Richtig. Oktober, Wetten, das. Und, Sie haben gesagt, Sie wollen 100 Rentner haben, die man raussuchen kann. Das wäre unser ganzes Publikum gewesen. Und darum haben wir gesagt, nein, wir machen es anders, wir nehmen nur zwei. Sie haben ein riesiges Risiko. Wenn Sie die zwei nicht herausfinden, dann ist es gelaufen. Oder? Mit 100 ist es einfacher. Richtig, mit 100 ist es viel einfacher. Gut, also, dann würde ich sagen, gehen wir hier rüber. Können Sie nicht aufs Kabel stehen? Ja. Ich frage jetzt unsere Gäste noch nicht, wie es heisst. Das würde ich vielleicht etwas verraten. Ja. Bitte, fangen Sie an zu arbeiten. Gut. Also ich nehme an, für Sie ist das nicht unangenehm. Sie spüren da nicht Nein. irgendwie einen Druck, so, der auf Ihnen lastet. Ja. Ich würde sagen, das ist das Altersheim Seebach. Seebach, ist das richtig? Ja, wir nehmen es mal an, sagen so. Ja, das ist eine konkrete Antwort. Ich glaube, da können wir dann nachher noch vertiefen. Vielleicht der nächste. Sie sind sicher Seebach? Ich bin sicher mit Seebach. Gut.
Dann werden wir hier noch weiter schauen. Wie ist Ihr Name vielleicht in der Zwischenzeit? Frei, Hans. Herr Frei. Es ist nicht, dass Sie zu uns in die Sendung gekommen sind für das Experiment. Er nimmt noch mal eine Nase voll. Das ist natürlich jetzt von einer ungeheuren Spannung. Das Ganze, weil es sind nur zwei. Sie müssen sehen, wenn es jetzt falsch ist, dann ist er ausgeschieden und geht schon mit einem schlechten Ding ins Rennen in, wie wird denn das? Das wäre die Parkresidenz Meilen. Parkresidenz Meilen, stimmt das? Jawohl, genau. Wie ist Ihr Name? Brauchli, Freddy. Herr Brauchli, ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind. Aber da mit Seebach ist nicht ganz richtig. Ja, das Sie dürfen es ehrlich sagen, weil er, verstehen Sie, lieber jetzt schon einen Fehler machen, als nachher bei Wetten, das. Nein, stimmt nicht. Sondern? Woher? Froalp. Froalp. Was sagen Sie da dazu, Herr Schaller? Ja. Für die Hei sagen, es ist näher beieinander und die Luft ist trocken. Richtig. Ja. Ich danke Ihnen vielmals, dass Sie gekommen sind. Ich wünsche Ihnen noch viel Erfolg auf Ihrem weiteren Weg. Und wir drücken Ihnen natürlich alle den Daumen. Einen Applaus! Einen Applaus! Merci vielmal. So, Herr Müller. Ja, Frau Müller. Ja. Frau Müller? Wieso hast du einen Helm auf dem Grind? Das ist der Originalhelm vom Matterhorn. Eigene Nordwand. Hier oben hätte sie gar nicht brauchen. So blöd kann ich immer sein. Was? Wohnen Sie wie du am Schweizer Fernsehen bist. Jetzt muss ich Sie... Kannst du den Hebel rüber tun? Nein, warten Sie, jetzt hängen Sie nicht ab. Das muss ich jetzt rasch raus. Wie? Jetzt so ganz blöd kann niemand sein. Nein, aber jetzt können wir doch das besprechen. Oder kann ich das durch den Eiger rufen? Ja, so blöd kann es nicht sein. Aber Sie, jetzt sagen Sie schnell, wie war Ihr Name? Gewesen? Frau Müller, hä? Ja. Sie, aber so blöd kannst du gar aber nicht sein. Aber woher kommen Sie, dass Sie die Aggression haben in sich? Nein, so blöd kann ich immer sein. Sind Sie verheiratet? So gleich wie du rauslässt. Sind Sie verheiratet? Ja, ich habe auch Kinder. Aber so blöd. Für meine Kinder aber würde ich Sie nie Lampen, haben Sie Lampen mit Ihrem Mann? Oder was ist mit Ihnen los? Ich meine, sicher ich nicht. Ja, aber Sie sind extrem... Friedlichste Familienleben. Also, aber blöde Sendung Sie... kann niemand machen, weder du. Ich habe Sie jetzt schon eingefunden. Wie heißen Sie mit Vornamen? Aber so blöd kann ich immer sein. So blöd. Ja, jetzt haben wir es ja gehört. So jetzt blöd. Sie sagen, warum, Sie oder? Aber können Sie nicht sagen, warum? Sie haben warum? Jetzt, Sie haben ein paar Mal so blöd idiotisch gesagt. Idiotisch blöd. Was jetzt mit den alten Leuten gemacht hast? Was mit den Jungen machst? Was deine Kinder müssen leiden unter deinen Voraussetzungen? Gute Nacht. Was heisst gute Nacht? Aber das können Sie doch nicht machen. Ich glaube, sie ist aus dem Aargau gekommen. Ja, was machen wir jetzt? Sie ist aus dem Aargau gekommen, habe ich das Gefühl. Hören Sie, Frau Müller, gehen Sie jetzt zu Ihrem Mann, suchen Sie jemanden auf, der Ihnen helfen kann. Gehen Sie nicht alleine mit dieser Sauwut ins Nest rein. Am Schluss tun Sie noch Ihre kalten Stinkfüße dem Mann an den Oberschenkel pressen. Kommt noch so weit, nur weil Sie hässlich sind. So, ich darf Ihnen jetzt den Hans Jucker vorstellen. Der Hans Jucker ist hier bei uns. Herr Jucker, bitten Sie einen Meter vorkommen zu mir? Bitte. Jawohl. Herr Jucker, Sie werden was uns zeigen. Was werden Sie jetzt machen? Mit dem Velo. Er wird mit dem Velo, wo jetzt das Trottinett ist, wird er über die, ja, über die Cheerleaders reinjumpen, mit vollem Anlauf, mit vollem Karacho. Ich kann das vielleicht mit meiner Helmkamera mal abstreichen, das Projekt. Sehen Sie? Man kann vielleicht mal eine Welle machen da. Achtung. Und... So, gut. Ich kann vielleicht noch weiter runtergehen mit der Helmkamera. Da sieht man bis ans Halszäpfchen runter, wo bei den Frauen ja kleiner ist. So, meine Damen und Herren zuhause. Der Hans Jucker wird jetzt mit seinem Velo, das wir als Trottinett erkennen, weil wir ja nicht Fachleute sind, über 2, 4, 6, 7 Cheerleaders reinspringen, wobei eins ein Mann ist. Und dort ist das Risiko natürlich besonders hoch. Ich werde einen Wirbel machen und der Herr Jucker wird also über die Cheerleaders hineinjucken. Bitte, die Heime, man muss es immer wieder sagen, der Herr Meier von Balmos, der Anwalt vom Fernsehen, hat ja gesagt, tönt immer wieder erwähnen,
dass man so Sachen zu Hause nicht nachmachen soll. Sie sehen, der Teppich ist etwas länger. Wir haben es ja schon probiert mit mehr Cheerleaders. Wir haben jetzt zwei weniger. Aber der Hans Jucker ist parat und ich glaube, Herr Jucker, Handzeichen, sind Sie parat? Er gibt Handzeichen. Und ich fange an mit einem kleinen Wirbel. Herr Jucker, das ist ja unglaublich! Fast berührt! Nein! Fast berührt! Yes, so gut gewesen. Ist das nicht fantastisch? Jetzt muss ich mal euch fragen, wie ist das euch eingefahren? Wie? Sensationell! Angst! Da hinten, vor allem da hinten, ist die Angst natürlich wahnsinnig gross. Sie hat schon eine Bauchnabelverletzung. Vielleicht kann man das mal, kann ich da näher anzoomen. Sie sehen, es hat hier zwei blaue Steine, es hat nur noch einen. Er hat das mit dem Hinterrad wahrscheinlich ganz knapp touchiert. Und ich würde sagen, nochmal einen wahnsinnig charmanten Applaus für den Hans Jucker, der da mit einem Megastand erfolgreich war. Wie alt sind Sie? Ja, meine Damen und Herren, das ist halt neue, moderne, junge Fernsehunterhaltung. Und ich werde Ihnen zum Abschluss noch das zeigen, was ich versprochen habe. Wir haben hier die Glasflasche und wir haben hier unsere Killerbestie. Komm mal da hin. Komm mal da hin, Killerbestie. So, komm da. Jetzt musst du nicht Angst haben. Sitz, so ist brav. Meine Damen und Herren, stell sich vor, der junge Hund, ein Einzelkind, ein Einzelhund. Und diese Flasche, es ist eine ganz normale Rezünserflasche. Es ist ein Scheidungshund. Das ist der Hund vom Klibi. Und wir werden jetzt zum Schluss zum Schluss von dieser Sendung probieren, was so ein Hund erleiden wird. Aber seht ihr das? Wie er das einfach so wegsteckt. Wir sehen das in der nächsten Sendung. Nein, das ist zu viel, ehrlich. Einfach zu viel. Ja. Hören Sie auf mit dem Teil. Haben Sie das gesehen? Unser Hund. Eine von dieser legendären Ventilfolgen. Weitere Folgen gibt es, wenn man hier drauf drückt. Und wenn man den ganzen Kanal abonnieren will, dann drückt man hier drauf. Ich mache es nicht. Ich würde natürlich immer nur meinen eigenen Kanal abonnieren. Und sicher nicht den vom Schweizer Farbfernsehen.